Jetzt geht er los, der Oberbürgermeisterwahlkampf in Schwerin. Gerade habe ich meine Kampagne vorgestellt hier am herrlichen Südufer des Pfaffenteichs. Bisschen regnerisches Wetter, aber Regen bringt ja bekanntermaßen Segen am 4. Juni. Mit Ihrer Unterstützung. Und diese Unterstützung brauche ich dringend, denn wir müssen vieles ändern in dieser Stadt. Schwerin ist eine unsichere Stadt geworden, mit einer hohen Kriminalitätsbelastung, der höchsten in Mecklenburg-Vorpommern. Das will ich ändern. Ich stehe für Sicherheit und Ordnung. Und ich will dafür sorgen, dass die ungebremste Masseneinwanderung endlich in Schwerin aufhört. Wir sind schon jetzt absolut am Limit. Ich werde einen Aufnahmestopp ausrufen. Und ich will dafür sorgen, dass unsere Wirtschaft wieder Luft zum Atmen hat, damit unsere Unternehmen die Arbeitsplätze schaffen können, die wir alle dringend brauchen. Neue, gut bezahlte Arbeitsplätze. Und ich will dafür sorgen, dass Sie mehr Geld in der Tasche haben, denn die Erhöhung der Anwohnerparkgebühren um das Vierfache im kommenden Jahr, die werde ich auf jeden Fall zurücknehmen. Unterstützen Sie mich in diesem wichtigen Wahlkampf. Ich möchte es gemeinsam mit Ihnen anpacken und deshalb heißt unsere Kampagne auch Holm macht's. Ich krempel die Ärmel gemeinsam mit Ihnen hoch. Unterstützen Sie mich dabei. Und schauen Sie sich gerne um auf meiner Homepage mit allen wichtigen Terminen und meinem Programm. Schauen Sie unter moinschwerin.de oder wie wir kurz sagen, moinsen.